Ja, gestern extrem erfolgreich mit Platz 2 und 4 auf der Strecke als bestes Audi-Team, dann leider die Strafe noch bekommen und dann auf Platz 9. Kerry und Dennis haben heute noch 10 Kilo Strafgewicht von dem Podium gestern, was sie mitfahren müssen im Rennen. Dementsprechend haben sie es ein bisschen schwieriger im Rennen. Aber ich denke mal, auch mit den 10 Kilo ist auf jeden Fall noch was drin. Und klar, mit dem anderen Auto sind wir heute auf jeden Fall der Fokus voll auf meisterschaftsweiter Verteidigung. Die Führung ausbauen im Zweifel und da gibt es nur eine Ansage und der ist Vollgas. Ich glaube, gestern ist hinter uns und heute greifen wir an, wie immer. Aber oder? Vollgas. Aber Vollgas. Yes! Pole Position. Calvin hat allen gezeigt. Das war die richtige Antwort auf den Tag gestern. Unglaublich, wirklich. Wir haben die ganze Jahr haben wir gekämpft. Mein Qualifying war am Anfang des Jahres nicht optimal. Ich war eigentlich immer nicht ein Qualifier. Aber das Team hat mir erzählt, das ist kein Ding. Wir arbeiten dran und wir machen einen Qualifier aus dich. Und um jetzt am Ende auf den Ziel zu kommen, ist unfassbar. Ich kann es nicht fassen. Yes! Come on! Ja, Vollgas geben und den Sieg nach Hause fahren natürlich. Natürlich, wenn man vom Pole startet, gibt es da nur ein Ziel. Man will gewinnen und das versuchen wir auch. Unfassbar geil, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist absoluter Oberhammer. Also wir haben uns viel erwartet und auch viel erträumt, aber das sprengt alles. Und ich kann nur mehr nicht oft genug danken an alle, die da beteiligt sind, das ganze Team. Mega, mega. Besser geht's nicht. Großer Tag. Als Fahrer zu gewinnen, eine Meisterschaft ist eins, aber wenn du mal auf der anderen Seite stehst, siehst du, wie schwer es ist.
wie viele nötig sind. Und der Fabian hat schon gesagt, Riesenkompliment an die Truppe, an die Mannschaft. Wir waren das ganze Jahr über top, super motiviert, haben alles gegeben, auch viel Herzblut. Das hat sich ausgezahlt. Ja.